ist jetzt für den Adventskalender von dem 9.12.2021. Macht hoch die Tür, die Tore macht weit, es kommt der Herr, der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Wie jedes Jahr soll auch in diesem Jahr eine Klasse das Weihnachtskrippenspiel aufführen. Mitten im November begann der Lehrer Lars und die Vorbereitung. Sein kleinen Bruder also erschien Thomas zunächst Probe Tim an der Hand und keinerlei Frosch zeigte er wollt ein Wirt spielen. Mit Wirt hatte er guten Erfahrungen gemacht, wenn Familien in den Ferien verreisen. Tim stand also mitten auf der leeren Bühne und es fiel ihm leicht zu sagen, nein, er habe nicht. Wenige Tage darauf legte Tim sich mit einem Massen ins Bett und es war reines Glück, dass er zum Aufführen gerade noch rechtzeitig wieder auf dem Beine kam. Auf der Bühne hinter den zugezogenen Vorhang bleibt er überwältigend vor dem Altar seinen Herberge stehen. Sie hatten ein vorgesehenen Dach auf eine ausgemalte Laterne mit ein Fenster, das aufklappt. Die Fensterläden öffnen sich und heraus schaut Tim unter seinen großen Wirtmütze. Habt ihr ein Zimmer frei? Fragte Jose mit müden Stimmen. Ja, gern, antwortet Tim freundlich. Maria blickt auf die Schuhe. Nach einer weiteren Schreckkunde nahm er Maria an der Hand und wandert weiter bis zum Stall. Die zweite Aufführung fand gemühsam in der Kirche statt und war, wenn überhaupt möglich, für alle Beteiligten noch aufgeregt. Unter Ängsten angeordnet hat Thomas seinen kleinen Bruder eingebläut, diesmal auf Jose eine Anfrage mit einem kleinen Nein zu antworten. Der große Saal war so voll bis zum letzten Sitzplatz. Dann ging der Vorhang auf und
Paar erschienen. Josef klopfte. Maria entrannt mit einem Schluchzen. Schließlich rief Josef mit einer lauten Stimme: Hier ist wohl kein Zimmer frei, in der schwierige Stille, in der man eine Nadel hätte fallen. Hör, ertönt ein leise, aber deutliches Doch für die dritte und für die letzte Aufführung. Das Krippenspiel in diesem Jahr wurde Tim seine Rolle als böser Wirt enthoben. Er bekam den Stoffflügel und wurde zu einem Engel im Stall versetzt. Sein Halleluja war unüberhörbar und es bestand kein Zweifel, dass er endlich am richtigen Platz war.